Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück hier zu einer affenstarken Runde Game Dev Tycoon mit der Julia und mit 4 Milliarden auf dem Konto. Hätte man damit jemals rechnen können? Ich denke nicht. Also das war schon echt ein Erfolgserlebnis letzte Runde. Da muss ich echt sagen, ich habe mich tierisch gefreut. Auf jeden Fall. Dass wir da so einen Erfolg mit hatten. Yep, vor allem noch mit so einem Panne-Spiel. Und ja. Ich sehe es gerade, in 5 Jahren gehen wir ja auf das 100-Jährige zu. Und da will ich jetzt ganz gerne schon mal anfangen mit den Vorbereitungen, dass wir unser erstes Spiel, obwohl nee, wir schaffen das von der Zeit sogar noch, dass wir vorher einen MMO rausbringen. Okay. Das machen wir auch noch. Dann pfeifen wir jetzt zwar mal auf diese ganzen Punkte da oben, die wir allen noch verteilen könnten, also diese ganzen Trainingspunkte. Aber ich denke mal, wir sind in der Lage, ein super MMO zu machen. Ja, wir sind mit Barney im Fummeland auf der Games und haben 4,56 Millionen Zuschauer begeistern können. Sehr schön. Krasse Sache. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Verlieren wir keine Zeit, dass wir es doch pünktlich schaffen zur 100-Jahr-Feier mit dem anderen Spiel. Und starten rein mit einem AAA-MMO und zwar für alle. Ich würde sagen, wir gehen diesmal wirklich auf Nummer sicher. Ja, machen wir. Also diesmal keine seltsamen Kombinationen, weil ich will es noch schaffen, einmal in meiner Spielkarriere ein erfolgreiches MMO auf die Beine zu stellen. Und dazu nehmen wir Fantasy, oder? Was meinst du? Ja, klingt gut. Hatten wir ja schon letztes Mal beim RPG überlegt und jetzt beim MMO. Das klingt gut. Genau. Natürlich jetzt 2 Rollenspiele hintereinander. Das könnte wieder nach hinten losgehen, weil man zweimal das gleiche macht. Aber diesmal ist es ja ein MMO. Ich hoffe, das wird trotzdem funktionieren. Ich suche nur gerade Fantasy. Ich finde hier Fantasy nicht. Was ist das? Hallo? Samurais, Labyrinth, Moe. Solche Sachen sind alle drin. Aber, ach, da Fantasy, da. Genau, von meinen Augen. Das Ganze wird ein Rollenspiel. Und das Ganze erscheint für die Cloudbox und für die derbe Maschine. Mhm. Auf Basis unserer aktuellen Engine, der Swag Up Your Life. Und du, liebe Julia, du musst jetzt mal bestimmen, was wir dem Ganzen für einen Titel geben. Der Titel. Oh, mein Gott. Ja, Fantasy-Online-Rollenspiel, MMO quasi. Also ich hätte natürlich schon wieder was, aber ich will ja diesmal dir die kreative Ader überlassen. Was hättest du denn, sag mal? Was ich hätte? Das wäre sowas wie Prügelpeitsch im Mittelalter oder sowas. Das klingt aber lustig. Ich weiß, aber du sollst ja auch mal ein bisschen kreativ tätig werden. Oh Gott, du überforderst mich. Das ist schlimm, oder? Das ist ja eigentlich so diese. So auf Kommando irgendwas raushauen. Das ist diese mentale Barriere beim Game Dev Tycoon Let's Play, wenn man ein Spiel macht mit einem coolen, lustigen Namen. Dreckbankspiele. Dreckbankspiele? Nein, Streck. Okay, Streckbank klingt schon mal cool, das können wir nehmen. So angelehnt an Hunger Games, weißt okay, du? Okay. Okay, ich hab's. Und zwar die große Online-Streckbank. Was hältst du davon? Ja. Die große Online-Streckbank, das ist unser super geiles MMO. Und damit gehen wir jetzt auch direkt in die Entwicklung rein. Und bevor wir jetzt überhaupt irgendeinen Klick in der Entwicklung machen, starten wir erstmal die eigene Spielemesse. Weil jetzt direkt nach der Games, wenn wir die jetzt schon ansetzen, dann kriegen wir auf jeden Fall beide Sachen super pünktlich durch. So, und da geht's auch schon los, nämlich, eigentlich können wir jetzt alle Regler so lassen, wie wir sie gerade hatten, oder? So rein von der Theorie her. Theoretisch schon, ja. Ich glaube nur, das wird uns dann in den Rücken fallen, wenn wir zweimal das gleiche machen. Ist mir jetzt aber auch egal, ich mache jetzt, aber nee, wir machen es mal nicht so, weil wir nehmen mal die moralischen Entscheidungen raus und die umfassende Erzählung raus, packen dafür dynamische Quests, Advanced Quests und geheime Quests mit rein, dass wir andere Features haben. Und wir nehmen auch noch Collectibles mit rein. Und ganz wichtig ist jetzt hier der Premium-Content. Dafür lassen wir sogar die Visorius-Unterstützung raus. Und den Hardcore-Modus lassen wir auch raus. Und nehmen dafür
Bam, kooperatives Spielen und Fertigkeitsbäume. Nee, kooperatives Spielen nicht, aber Fertigkeitsbäume. Es hat folgenden Hintergrund, damit ist es nicht die gleichen Features drin. Es ist nicht 100% das gleiche Spiel wie eben. Okay. Genau, Videowiedergabe lassen wir, genau. Ja, gespeicherter Spielstand, naja gut, ich weiß nicht, ob man das bei einem MMO unbedingt beachten muss, aber wahrscheinlich, ja, man sollte es auch auf alle Fälle mal machen. So, jetzt hast du nicht sowas wie Cloud-Spielstände oder sowas? Das hätte ich jetzt auch machen können. Stimmt, hab ich jetzt nicht gemacht. Das könnte uns jetzt ein bisschen in den Rücken fallen. Aber wenn wir jetzt mehr als eine 7er-Bewertung schaffen mit der großen Online-Streckbank, dann hätte ich ja das Grundziel schon mal erreicht, nämlich, dass wir ein erfolgreiches Online-Rollenspiel haben. So, und Gary White von Gamers, der will ein Interview haben. Und du als meine astreine Praktikantin, du darfst es jetzt mit ihm führen. Ja, ich bin das ja mittlerweile gewohnt. Also das habe ich drauf. Genau, ich habe dir ja eh schon mal alle Antworten vorgeschrieben, wie so ein guter Chef natürlich macht. Gary White, viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in den einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Fantasy-Rollenspiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder auf Dialoge setzt? Dialoge. Dialoge, sagst du? Ich sag Dialoge. Sagst du Dialoge? Sind wir doch mal gespannt, was das Spiel sagt. In einem kürzlichen Interview mit der Praktikantin von Swagger Games, weil man uns einen hochrangigen Mitarbeiter leider verwehren wollte. Was? Haben wir über das kommende Fantasy-Rollenspiel gesprochen und haben Firmengründer Yolo Yuga gefragt, wie unterschiedlich stark Entwicklungsbereiche priorisiert werden. Yolo Yuga hatte aber keine Lust zu antworten und schickte seine Praktikantin vor, die natürlich auf dem Weg zu uns gestolpert ist, den Kaffee versalzen hat und auch noch allerhand andere Dinge anstellte. In dem Interview sagte Julia, dass Dialoge besonders wichtig für so ein Spiel sei und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Also siehst du mal, hast du doch völlig korrekt geantwortet. Ja, von wegen hier versalzen und sowas. Erst lässt du mich in der Produktion noch den ganzen Tag mitarbeiten und im Versand und so weiter. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, die Leute sind alle nicht mehr 100% fit. Okay, aber das kriegen wir hin. Gar kein Problem, das alles. So, Projekt starten, die Marketingkampagne. Ja, okay, ich würde sagen, wir hauen schon mal bei den Leuten dann gleich ein bisschen Zeug rein. Ja, auch hier lassen wir wieder alles so, wie es ist, bei der nächsten Etappe. Wir nehmen aber den Dialogbaum raus. Und packen. Wobei, Dialoge sind wichtig, ne? Aber der Dialogbaum, aber gut, lass mal den Dialogbaum drin, aber wir nehmen, irgendwas müssen wir rausnehmen. Den Erzähler. Wir brauchen im MMO braucht man keinen Erzähler. Ja. So, bei Level Design packen wir auf alle Fälle ein Uncut-Patch können wir rauslassen, so wie freizügige Charaktere lassen wir raus. Dafür nehmen wir PvP und PvE mit rein, das ist für den MMO essentiell. Genau wie Bosse und Minispiele und Item-Rarität, das ist auch sehr wichtig. Genau, das nehmen wir auch mit so mit rein. Und dann können wir noch freizügige Charaktere mit reinbringen. Nee, das lassen wir doch draußen. Und dann haben wir jetzt hier noch, genau, KI. Lassen wir auch alles so, wie es ist und boosten die jeweiligen Leute und geben ihnen auch alle mal so einen schönen Schluck Dr. Pepper. Kannst es dir ja leisten. Möchtest du auch einen Schluck Dr. Pepper haben? Ja, das wird lieb. Oh, hier komm, kriegst du mal einen. Oh. Ausnahmsweise heute. Irgendwer hat in den Kommentaren auch vorgeschlagen, mich doch als Auszubildende zu übernehmen. Siehste? Ich habe nur was viel Besseres so mit dir. Ich habe nur was viel, viel Besseres mit dir vor, aber dazu erst später mehr. Okay. Ja. So, ja, jetzt können wir eigentlich hier nichts machen, außer warten. Die Marketingkampagne läuft, die Messevorbereitung ist abgeschlossen. Wir haben schon 135 Hype. Die Leute kriegen jetzt alle durch den Dr. Pepper noch einen ordentlichen Kraftschub. Notfalls schicken wir halt alle einfach nochmal in den Urlaub zwischendurch. Das können wir eigentlich auch machen. So, jetzt sind wir aber erstmal durch und jetzt ja der letzte Punkt. Lassen wir auch alles so, wie es ist. Haben wir ja schon richtig gemacht. Wir lassen aber
Das realistische Schattenspiel lassen wir raus und packen uns dafür, machen wir badambam, animierte Texturen. Nee, das ist auch zu teuer. Ja, nee, lassen wir einfach alles so weit raus, weil sonst kommen wir da zu tief in den Minusbereich. Sound, Orchester-Soundtrack ist richtig. Wir brauchen aber diesmal auch Umgebungsgeräusche. Das heißt, wir lassen den Orchester, den müssen wir eigentlich schon mit drin haben, Orchester-Soundtrack. Vielleicht den Realistic-Sound. Oh, der zieht uns richtig runter. Okay, aber Soundtrack ist auch nicht wichtig. Dann Okay. mach lieber realistic Ja, ich mache anstatt auch. orchestral. Ja, habe ich jetzt auch mir so gedacht. Habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt Stereo-Sound. Nee, Realistic Sound und Umgebungsgeräusche. Spielweltdesign. Oh, da haben wir nur noch 82%. Da müssen wir ein paar Sachen rausnehmen. Auf jeden Fall müssen wir die detaillierte Hintergrundgeschichte, nee, die können wir eigentlich drin lassen. Die nimmt uns nicht so viel. Doch, die nimmt sehr viel, nimmt 7%. Und wir lassen das realistische Wasser noch raus. Und das realistische Wetter. So. Okay. Und gehen damit jetzt in die letzte Entwicklungsphase. Und ich bin gerade echt super gespannt, ob wir das jetzt hier echt mal hinkriegen. Das erste MMO, das mal wirklich vielleicht was wird hier bei Schwager spielen. So, wir haben jetzt immer noch 6 Monate, 5 Monate Zeit. Dann startet die interne Messe. Und ich muss hier schon wieder mit Dr. Pepper nachhelfen, weil die Leute alle schon wieder so am Abkacken sind. Aber die Entwicklung ist gleich fertig. Da müssen sie bloß noch Bugs fixen. Und dann sind wir auch eigentlich schon auf der sicheren Seite. Bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich mit denselben Einstellungen so hinhaut. Wir haben ja Also. nicht überall dieselben Einstellungen gemacht. Wir haben ja ein paar Sachen haben wir ja auch anders gemacht. Einfach bewusst ein paar MMO-Features wie PvE und PvP mit reingenommen. Ja. Das heißt, mit ein bisschen Glück, mit Daumen drücken, kriegen wir das jetzt hier auch wirklich hin. Wie gesagt, ich habe es bei mir auch selber noch nie geschafft, irgendwie ein erfolgreiches RPG oder MMO zu entwickeln. Deswegen habe ich mich letzte Folge auch so sehr darüber gefreut. Das glaube ich dir. Das war ja auch ein super Erfolg. Hallo, wir haben mehr Geld, als wir jemals ausgeben können. Und unsere Spielemesse startet schon in ein paar Wochen. Bin schon sehr gespannt, wie viel Hype wir danach haben. Die große Online-Streckbank. Gut, wir haben diesmal ja ein Fantasy-Rollenspiel. Das heißt, es ist nicht ganz das gleiche, wie es vorher war. Also ich rechne uns Ja. echt gerade super Chancen aus. Was bestimmt auch noch interessant wäre in irgendeiner Ja. Mod, vielleicht bei Fitchings, dass man vielleicht Let's Player mit einbaut, die das Game irgendwie repräsentieren oder antesten oder sonstiges. Fiel mir gerade mal so spontan ein. Das wäre echt eine interessante Sache. So, wir sind jetzt mit Barney im Fummelland und der großen Online-Streckbank auf der Swagger Games Messe, haben 4,6 Millionen Besucher angezogen, haben jetzt einen Hype von 619, was irgendwie nicht so krass ist, deswegen machen wir nochmal eine große Marketing-Kampagne, einfach mal, um nochmal ein paar zusammenzukriegen. Naja, gut, haben wir 40 mehr. So, jetzt noch schnell noch die letzten Entwicklungshandgriffe machen, alle nochmal boosten. Und dann hauen wir das Spiel auch schon raus. So, neuer Rekord in Sachen Design. Und ein Level-Up für Christian Robertson und Jane Lean. Ja, die kriegen jetzt mehr Geld, du nicht. Ich kriege überhaupt kein Geld. Stimmt. Ich vergesse das immer wieder, Ja. dass ich dich gar nicht bezahle. Jetzt kommen die Bewertungen. Jetzt geht's los. Und wir bekommen eine 9 von Star Games. Okay. Eine 8 von Informed Gamer. Eine 7 von Game Hero. Und eine 9 von All Games. Mehr bitte, sehr gut, gutes Spiel. Kann die Fortsetzung kaum erwarten. Oh, wir haben diesmal vergessen, den Spielpreis hochzustellen. Ist egal. Du wolltest nur ein erfolgreiches Spiel. Genau, Das ich hast du wollte geschafft. nun ein erfolgreiches MMO. Das erste wirklich erfolgreiche MMO in der Geschichte von Swagger Games mit Rang 12, immerhin. Ja, ne, wir haben schon fast 2 Millionen Kopien verkauft. Wir verdienen mehr mit dem Geld, mit dem Spiel, als wir für das Spiel ausgeben, sehe ich gerade. Und ja, super. Sehr gut. Haben wir ja unsere Aufgabe heute mal mit Bravour erledigt.
Und dann schicken wir auch direkt nochmal alle Mitarbeiter in den Urlaub. Dich nicht. Ja. Aber dafür habe ich ja mit dir noch was ganz Besonderes vor. So, aber das kommt erst später. Okay, ja, wir haben schon 3,4 Millionen Einheiten verkauft von der großen Online-Streckbank. Wir sind zwar immer noch unter 4 Milliarden, was ein MMO, das kostet jetzt natürlich jede Woche Geld. Das sehen wir ja auch, der rote Balken da, das ist der so viel kostet es Balken. Das heißt, wir machen damit echt kaum Gewinn eigentlich. Das ist immer das Blöde bei einem MMO. Die Gewinnspanne ist halt, dafür verkauft sich das halt lang, also das wird nicht, wird dann nur von uns selbst irgendwann vom Markt genommen. So, jetzt haben wir die 4 Milliarden wieder. Wir können ja mal gucken, was sagt eigentlich die Spielhistorie. Die sagt uns, dass wir bis jetzt 56 Millionen Profit gemacht haben. Das ist doch, ja, 56 Millionen Profit gemacht haben mit der großen Online-Streckbank. Naja, gut. Würde ich sagen, können wir mit leben. Dann hätte ich jetzt diesen Punkt auch nochmal abgehakt. Ein erfolgreiches Online-Rollenspiel. Wir gönnen uns erstmal ein Röntchen Pause und hören uns dann morgen wieder. Bis morgen.